Wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind und sind auf Ihren Vortrag sehr, sehr gespannt. Ich sage, die Hospizbewegung verknüpft mit dem palliativen Bereich ist die größte und wichtigste Bewegung engagierter Bürger in diesem Land in diesen Jahren. Das ist eine wirklich große Sache. Und wenn wir das nicht hätten, so wie das da ist, mit Haupt- und Ehrenamtlichen, die daran beteiligt sind, wäre das für dieses Land eine Katastrophe. Und ich sage Ihnen, nicht wenige flüchten sich in Heime, weil sie Angst haben, alleine zu Hause zu sein. Die haben nämlich gelesen, da ist einer umgefallen und er ist nach 4 Wochen in nicht so gutem Zustand gefunden worden. Das will man nicht, also sagt man, Sicherheit, gehe ich mal dahin. Ja, was fällt uns ein in Deutschland? Wir machen Uhren, damit sie drauf drucken können, damit es irgendwo Alarm gibt. Die technischen Assistenten sind toll, mit Roboter und allem. Besser wäre, da wäre irgendwo so ein Mensch, der einfach mal guten Tag sagt und sagt, komm, wollen wir gucken, gibt es da was, können wir irgendwas für dich tun. Die Familien sind immer noch der große Anker und der große Bereich, wo die intensivste Hilfe und Zuwendung da ist. Nur wir müssen ihnen auch die nötige Hilfe und die Unterstützung dafür geben, dadurch, dass wir Hauptamtliche und Ehrenamtliche haben, die dies wirklich organisieren können. Jetzt sind einige Abgeordnete dabei und konkretisieren ihre Vorstellungen. Und dazu gibt es jetzt einen Vorschlag, der sieht vor, dass es unter ganz engen Bedingungen assistierte ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung geben können soll. Das Stichwort heißt begrenzte Lebenserwartung. Was ist aber jetzt begrenzte Lebenserwartung? Da geht es dann los. Sind das 3 Tage? Sind das 3 Monate? Sind das 3 Jahre? Ist die Diagnose Demenz eigentlich eine begrenzte Lebenserwartung? Wer entscheidet das denn jetzt? Ich persönlich bin der festen Überzeugung, jedes Leben ist ein Unikat, jedes Sterben ist ein Unikat, weil das Sterben Teil des Lebens ist. Und wenn das so ist, glaube ich, sollte der Gesetzgeber nicht versuchen, Kategorien aufzustellen und zu sagen, du darfst jetzt sterben, du darfst noch nicht sterben. Ich sage Ihnen, wenn das beschlossen wird, dann wird die Frage nicht heißen, so was machen wir denn jetzt noch, sondern dann wird das ein Lösungsangebot sein. Ein Lösungsangebot, das sich, wenn man es einmal hat, verbreitet. Das sich da verbreitet. Es ist leider so, dass wir zugelassen haben, dass die Befürworter der Beihilfe zur Selbsttötung diesen Begriff der Sterbehilfe gebrauchen können, ohne dass die anderen ihn auch nutzen. Ich empfehle sehr, dass man in Anspruch nimmt dafür, dass derjenige, diejenigen, die hospizlich unterwegs sind, natürlich Sterbehilfe leisten, Hilfe beim Sterben, nicht dazu. Ich habe bei meiner Mutter erlebt, wie sie starb, habe es bei meiner Frau erlebt, ganz nah. Und das war 2-mal, so sage ich das immer ein bisschen provokativ, dass ich Sterbehilfe geleistet habe, aber so, wie sie sein sollte, mit dabei sein und handhalten, und Wochen und Monate erleben, die anstrengend sind und wo viel Schmerz ist, die aber auch unglaublich wichtig sind für die, die gehen und für die, die bleiben. Wichtig.